Dies ist die 3D-Viewmaster-Geschichte 101 Dalmatiner von Walt Disney, Bongo und Perdita. Viewmaster Scheibe 1. Bild 1. Ich heiße Bongo und bin ein echter Dalmatinerhund. Mein Herrchen Roger ist ein Schlagerkomponist in London. Er war Junggeselle, bis ich meine Hundeleine im Stadtpark um das schönste Mädchen der Themse-Stadt schlang. Dann zerrte und zog ich so wild, dass Anita sich an meinem Herrn klammerte und schließlich zusammen mit ihm in den Teich fiel. Bald darauf heirateten sie. Ich aber bekam Anita, kleine Dalmatiner Perdita, zur Frau. Nicht lange danach beriet mir Perdita, dass sie demnächst Babys bekäme. Darüber war ich sehr froh, zugleich aber auch schrecklich aufgeregt. Beruhige dich, Liebling, tröstete mich Perdita jedoch. Wir sind nicht die ersten Eltern. Bild 2. Eines Tages kam die Pelzhexe in unser Haus. Sie wollte unsere Jungen kaufen, bevor sie überhaupt geboren waren. Cruella de Vil hieß das böse Weib, das mir schon beim ersten Anblick missfiel. Pelze, Felle und Bälge, schrie die Hexe mit schriller Stimme. Darauf bin ich versessen und ich kann gar nicht genug Pelzmäntel und Lederzeug haben. Nennt mir nur euren Preis und ich kaufe den ganzen Wurf. Tut mir leid, wehrte Anita ab, aber wir werden die Hundejungen nicht hergeben. Cruella de Vil lächelte süß. Nur nicht so voreilig, ich biete gutes Geld für die Tiere. Wann also kann ich sie abholen? Überhaupt nicht, bestätigte Roger mit Nachdruck. So, schäumte die heuchlerische Hexe, dann mögen euch die Racker die ganze Wohnung verschandeln, aber ich warne euch, ich bekomme die Bälge, und wenn es mich Kopf und Kragen kostet, Starrköpfe, die ihr seid. Damit knallte sie die Tür hinter sich zu, dass die Hauswände wackelten. Bild 3. Unsere Kinderchen trafen zeitgleich ein. Es war eine stürmische Oktobernacht, als Donner und Blitz das ganze Haus erzittern ließen. Roger und ich verbrachten die halbe Nacht in der Küche, bis unsere Perdita endlich die Neugeborenen zeigte. 5-mal Drillinge, insgesamt also 15 Hundebabys. Das war ein Rekord. Bild 4. Die Jungen waren gesund und munter und bekamen auch bald ihre schwarzen Flecke, die für uns Dalmatiner typisch sind. Und wie begeistert die Rasselbande für das Fernsehen war. Ganz besonders liebten die Kleine die Sendereihe mit dem Polizeihund Donnerkeil in der Hauptrolle. Dann hockte die ganze Familie gespannt vor dem Fernsehschirm. Die Jungen wedelten mit ihren Schwänzchen und bellten: Gibt's ihm nur, Donnerkeil, nichts wie ran und dann darauf. Bild 5. Nicht nahe genug dabei sein konnte vor allem Lucky, unser Jüngster. Komm runter, Lucky, bläffte es darum von allen Seiten, wenn der kleine Kerl immer wieder am Bildschirm hochkletterte und uns die Sicht nahm. Gar zu gern wollte er doch ein großes Vorbild beschnuppern. Bild 6. Als die 15 eines Abends in ihrem Körbchen schliefen, machten Perdita und ich mit Herrchen und Frauchen einen Spaziergang. Während wir somit außer Haus waren, drangen dort zwei Einsprecher ein. Jasper, der eine Spitzbube, sperrte unser Hausmädchen Nanni in einen Schrank, während Horaz, der zweite Halunke, alle Junghunde in seine dicke Handtasche stopfte. Bild 7. Als sich Nanni endlich befreit hatte, wollte sie zuerst einmal nach dem silbernen Essbesteck sehen. Gemeine Langfinger, murmelte sie, wahrscheinlich haben sie auch den letzten Teelöffel mitgehen lassen. Da fiel ihr Blick auf den leeren Hundekorb. Kindsräuber, schrie sie auf. Sie hatten es also auf unsere Kleinen abgesehen. Hilfe, Polizei! Viewmaster Scheibe 2, Bild 8. Die berühmte Kriminalpolizei von Scotland Yard fahndete sofort überall nach unseren Kindern, leider vergeblich. Dann müssen wir eben ran, meinte ich zu Perdita. Glaubst du denn, wir können etwas ausrichten, jaulte Perdita verzagt. Ja, durch das Abendbellen, ermunterte ich sie. Das Abendbellen? Ach geh, da gibt's doch nur Familienklatsch. Aber es ist die schnellste Nachrichtendienststation, gab ich zu bedenken. Irgendein Hund wird unsere Kinder doch gesehen oder gehört haben und kann uns vielleicht Bescheid geben.
Ich werde die Suchanzeige noch heute Abend hinausbellen, wenn Roger mit mir seinen Abendspaziergang macht. Das tat ich denn auch und bellte, bis ganz aus der Ferne ein bekanntes Wauwau zurückkam. Das war Däne, die dänische Dogge im anderen Stadtteil. Die Dogge bellte meinen Notruf nun an den Boxerhund weiter. Der verständigte den Jagdhund und dieser die Bulldogge. Die Bulldogge gab die Suchmeldung an den Pudel und an den Spitz weiter. Der an den Mops und den Terrier. Ja, und so wusste es bald die ganze Londoner Hundewelt und schließlich ganz England. In der Grafschaft Suffolk kam mein Notruf dem alten Schäferhund Colonel zu Ohren. Der fragte daraufhin seine Gefährten, den Schinnehengst-Captain und Sergeant die Katze. »Oh ja, Oberst, ich erinnere mich genau«, miaute der Kater. »Erst gestern hörte ich aus dem Höllenhof Junghunde japsen.« »Was, drüber in Corells de Wils Hellhall?« fragte Colonel. »Hörst du dich nicht? Denn die ist doch meist unterwegs.« »Sag das nicht«, wieherte Captain. »Zumindest scheint jemand dort zu sein, denn aus dem Schornstein steigt Rauch. Man sollte doch einmal nachforschen.« Bild 9. Sergeant wurde ausgeschickt und als der Kater bald darauf seinen Kopf durch ein Loch der schadhaften Wohnzimmerwand steckte, sah er dort Hunde über Hunde versammelt. »He, Fleckchen«, zischte der Kater dem nächst sitzenden Hund zu, »gehört ihr zu den 15 entführten Dalmatinern?« »Oh nein, wir sind nicht gestohlen«, kam die Antwort. »Wir wurden gekauft und richtig bezahlt. Alle zusammen sind wir 99 und kommen meist aus Londoner Tierhandlungen. Nur die ganz Jungen dort mit den Halsbändern trafen allein ein. Sie sind so fernsehverrückt, dass sie sich noch gar nicht vorgestellt haben.« Bild 10. Durch die dänische Dogge bekamen Petita und ich Bescheid, wo unsere Jungen steckten. »Meldet euch hinter der Stadt Ipswich bei Colloquial. Er zeigt euch dann Cruella de Vils Gehöft.« »Cruella de Vils Gehöft?« bebte Petita. »Dann hat sie die Entführung auf dem Gewissen.« Mir schwante schon bei ihren Verwünschungen, dass sie unsere Babys stehlen wollte. Schleunigst machten wir uns nun auf den weiten Weg und hatten vor jeder Straßenkreuzung neue Zweifel, welche Richtung wir einschlagen mussten. Bild 11. Inzwischen war die Pelzhexe mit ihrer Benzinkutsche durch die Einfahrt von Hellhall gebraust. Sie stürmte in die versammelte Wohnhalle und schimpfte und schalt dort mit ihren fernsehenden Halunken. »Drückt euch bloß nicht die Nasen platt«, schrie sie die Männer an. »Geht lieber an eure Arbeit, noch heute Nacht muss Hundeblut fließen. Wird besorgt, sobald die Sendung zu Ende ist. Ich sehe mir zu gern Kriminalstücke an«, antwortete Jaspser. »Die Zeit drängt. Ihr kennt den Spürsinn des Tierschutzvereins. Habt ihr mich verstanden?« zischte die Hexe. »Ach, und dabei sind die Neuen so klein«, zauderte Horaz. »Ihr bekommt aus der ganzen Gesellschaft nicht einmal ein halbes Dutzend Lederjacken heraus.« »Besser als gar nichts«, keifte die Pelzhexe böse. »Und wie sollen wir sie umbringen?« fragte Jasper. »Das ist eure Sache, nicht meine. Vergiftet die Köder, ertränkt sie, schlagt ihnen die Köpfe ein oder chloroformiert sie. Aber heute Nacht, sonst sollt ihr mich kennenlernen.« Wütend stackste die Pelzhexe zur Tür und zog gierig an ihrer ellenlangen Zigarettenspitze. Bild 12. »Psst! Alle mal herhören«, wisperte der Sergeant darauf den arglosen Gefangenen zu. »Ihr verwindet hier so bald wie möglich, wenn ihr eure Haut retten wollt. Klettert durch das Loch in der Wand, aber macht leise.« Während sich Jasper und Horaz noch die Augen am Fernsehbildschirm ausrenkten, führte der Kater alle 99 Hunde die Treppe hinunter. Bild 13. »So, nun ran an die Arbeit«, feuerte Horaz seinen Spießgesellen an, als das Fernsehstück aus war. Jasper ergriff daraufhin einen Feuerhaken und drehte sich nach dem nächsten Hund um. Da erst merkte er, dass keiner mehr da war. Erstaunt blickten sie sich die Halunken an, sprangen auf und rasten mit Taschenlampen durchs Haus. »Wir kriegen euch doch und werden euch das Fell über die Ohren ziehen. Das wär ja gelacht.« Bild 14. Schließlich entdeckte Jasper die Hunde unter dem Treppenabsatz. Mit geschwungener Keule trieb er sie in eine Ecke und brüllte dabei. »Jetzt haben wir sie, Horaz. Nur nicht lange gefackelt. Ich möchte nicht in ihrer Haut stecken.«
Viewmaster Scheibe 3. Bild 15. In diesem Augenblick warfen sich Pongo und Perdita laut bellend gegen das morsche Gartenfenster und sprangen die Halunken an. Pongo biss Japsper in den Hosenboden, dass der Schurke laut aufschrie. Zusammen mit Perdita brachte Pongo ihn dann zum Straucheln, wobei der Fallende seinen Kopan mit umriss. In einem Hui entwichen die Hunde gleichzeitig durch das eingedrückte Fenster in den verschneiten Garten. Bild 16. Als Pongo, Perdita und ihre 99 Schützlinge gerade über die Nylandstraße hetzten, hörten sie in der Ferne das Auto der Hexe herannahen. Pongo wartete ab, bis auch der letzte Jagdhund sicher über die Fahrbahn gelangt war. Dann brach er einen Zweig ab und verwischte damit alle Tapser. Kaum war auch er im verschneiten Unterholz verschwunden, brauste Corella in ihrem Zwölfzylinder heran. Bild 17. Die Pelzhexe musste vor einer Bodenwelle bremsen, sah den abgebrochenen Zweig liegen und entdeckte mit ihrem Satansblick sogleich auch die nur oberflächlich verwischten Spuren. Böse blickte sie ins Gehölz und hörte dort das Geschnauf und Gejapse der Flüchtenden. Das konnten nur die Gesuchten sein. Bild 18. Keuchend erreichen die Hunde das nächste Dorf und wandten sich dort an einen Hofhund. Der brachte sie im Schuppen des Dorfschmieds in Sicherheit und wies auf einen jenseits der Dorfstraße stehenden Lastwagen. Sobald seine Panne behoben ist, fährt er nach London. Übermütig vertrieben sich einige Junghunde die Wartezeit vor dem kalten Kamin. Im Nu waren sie am ganzen Körper so schwarz wie sonst nur ihre Tupfen. »Du meine Güte, ihr seht ja aus wie Neufundländer«, knurrte Pongo. Dabei kam ihm plötzlich eine Idee. »Hallo, ich hab's. Wir färben uns alle als Neufundländer ein und fobben so unsere Verfolger. Wälzt euch im Ruß, bis ihr schwarz seid.« Das ganze Hunderudel jaulte vor Vergnügen. Eine mächtige Rußwolke stob auf und als die Luft wieder klar war, japsten da 101 Neufundländer. Bild 19. Auf der Dorfstraße war inzwischen die Pelzhexe vorgefahren. Gleich darauf brausten auch Jasper und Horatz in einem Geländewagen heran. Noch überlegten die Verfolger, wo die entwischten Vierbeiner wohl stecken mochten. Da rasten 101 Neufundländer an Corella de Ville vorbei und sprangen auf den dahinterhaltenden Lastwagen. Die Pelzhexe bedachte, dass weiße Hunde eigentlich auch bei Nacht nicht schwarz aussehen können und durchschaute die List. Die letzten Neufundländer waren zudem durch eine Tauwasserpfütze geplanscht und hatten dabei ihre Tarnfarbe wieder verloren. Bevor die Pelzhexe allerdings ihren Wagen gewendet hatte und den Hunden nachjagen konnte, saßen diese schon auf dem Lastauto, das sich gleich darauf in Bewegung setzte. Bild 20. »Fahrt den Feldweg und rammt die Hundefuhre«, schrie die Pelzhexe außer sich vor Zorn und machte sich an die Verfolgung. Wenig später verfehlten Jasper und Horatz den Lastwagen aus einem Querweg heraus nur um Haaresbreite. Krach! Die Halunken waren auf dem Glatteis ins Rutschen gekommen und weil der Zwölfzylinder viel zu dicht aufgefahren war, rammten sie ihn anstatt der Hunde. Mit gebrochenen Knochen landeten die beiden Spitzbuben im Straßengraben unweit ihrer beiden schrottreifen Autofracks und der überfahrenen Hexe. Bild 21. Am nächsten Tag hörte Roger freudiges Hundegebell vor seiner Haustür. Er öffnete und sah sich fassungslos einer vielköpfigen Hundemeute gegenüber, die in sein Wohnzimmer stürmte. »Potztausend, schwarz und weiß, wie die Schachfiguren«, rief er seiner Frau zu. »Alles Dalmatiner. Roger, aber teilweise voller Ruß«, lachte Anita. »Wohin nur mit den vielen Tieren?« »Wir behalten sie«, gab Roger zurück. »Alle 101. In unserer Kleinwohnung? Wir werden ein Haus auf dem Land erwerben und machen daraus ein Tierheim für Dalmatiner.« Und damit setzte sich Roger ans Klavier und begann zu komponieren. Nicht lange, da fielen Pongo, Perdita und 99 kleine glückliche Hunde bellend und jaulend in den Kehrreim des neuen Liedes ein und wedelten im Takt mit den Schwänzen. Zu Neujahr aber sang, summte und spielte ganz London und schließlich jeder Rundfunkempfänger und jede Musikbox in aller Welt den Schlager »Das Hundeasyl«.